Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Made of Scare wollen wir heute anzocken. Wie ihr seht, ein Horrorspiel. Ich bin mal gespannt. Die ersten Bilder sahen echt cool aus. Ich werde auch wieder kein Intro, kein Outro machen. Ich werde das nicht bearbeiten, weil ich mit einer sehr hohen Video Bitrate aufnehme. Und damit er, weil YouTube rendert teilweise sowieso. Ja, von daher, umso weniger geht bei euch auf dem Weg zu euch, besser gesagt, verloren. Der Rache gerade noch sichtbar ist. Aber bei euch ist er zu sehen, bei mir noch nicht. Ich mache 115 und Gamma. Gamma könnte ich noch ein bisschen hoch machen. Machen wir Standard wieder rein und machen einfach mal nur den. Gamma wird es dann gleich ein bisschen milchig. Also ein bisschen vielleicht. Einstellung. Musik. Können wir ja schon. Musik machen wir mal wieder auf 70, 80. 75. Effekte lassen wir hoch. Dialoge lassen wir hoch. Gesamtes Audio lassen wir hoch. Gameplay-Einstellung. Schwierigkeitsgrad. Einfach. Fadenkreuz an. Sprache Deutsch. Untertitel an. Untertitel größer. Normal. Na, wie lassen wir normal? Controller-Einstellung brauchen wir nicht. So. Jo, wir machen mal die weniger. Das für einen Einstieg scheint ganz okay, denke ich mal. Also HDR hat's nicht. HDR ist bei mir nicht ernährt. 4K ist logisch, weil ich auf der PS4 Pro spiele. Yet there is more. Far worse that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Fotografie ist. Speichern.
kommt? Ich kann ja nicht mal einen sehen. Das ist mein Abteil. Die Tür war ja auch noch, aber da habe ich keinen Schlüssel, kein nix. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht möglich sein, sich vor dem Hund zu verstecken. Hä? Vorhin hat er da Dreieck angezeigt. Das Muster sieht aber auch keltisch aus. Ach, ich gehe so lang. Dann gehen wir mal da lang. Ich habe gar nicht gesehen. Thank you.
able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Ich jetzt in Noten lesen könnte. Okay. Dann würde ich bestimmt hier das auch irgendwie. Könnte, dann könnte ich bestimmt auch noch irgendwas auslösen, aber vielleicht wird uns das ja noch gesagt. Da ist auch nochmal ein Zaun. Hier kann ich auch lang gehen. Wir gehen erstmal hier lang. Das ist nichts. Da kommen wir auch nicht lang. Ja, wir sind beschränkt. Der kann nicht mal... Okay. Über einen Baumstamm drüber. Yeah.
nicht, dass ich wundern, was das gerade ist. Meine Katze ist rollig. Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. Harmonium, you need to find them and bring them to me. Okay. Also, die hat Lieder. Okay. Karte. Cool. Und da oben scheint noch eine Karte zu sein. Hier ist auch noch was. Ein Gitter. Da werden wir gleich mal gucken. Das erleichtert mir schon mal viel. Geht's nicht lang.
sehr beklemmende Gefühl hier. Inside again. Father, she still pines, is all. She misses. I'll give it a reason to pine. Oh, is someone there? Help! Help me! Who's there? Who are you? Henry! Henry Hughes, you must get me out. Hurry! We must get this door open. Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. What? No! No, don't leave me! They might return any minute. Oh, do something! I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder, man! Throw yourself into it! Wait. No. They're coming. Oh, God, please, no! No, don't do this! Whatever you want, I... Das Spiel will uns nur ein bisschen auf die Folter spannen. Man spielt damit, damit jeden Augenblick was passieren kann. Wir rechnen die ganze Zeit damit und passiert nichts.
Und dann, wenn wir nicht damit rechnen, weil wir uns so beruhigt haben, weil auch, naja, Stimmen und, naja, irgendwelche Schritte oder so, ist ja ganz normal. Genau dann passiert was. Keine Schlüsse, nix. Okay. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wieder zum Hauptraum zurückzugehen und muss man dafür unbedingt jetzt Noten können, oder?
doch ein Fahrstuhl oder was? Haben wir nämlich nicht gesehen vorhin. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil das Ding so verrostet ist. Speichern. Oh, hört sich an. Mit einer Harfe dran. Oder ist das doch eine Harfe? Was ein halber Irrger hat mir hier, ey. Blut.
können wir auch. Also gehe ich erstmal jetzt nach rechts und dann oben rum. Und dann halt wieder zurück und dann können wir den nächsten Weg gehen. Ah, hier ist der. Oh Gott, hier haben sie den lang geschleift. In die Richtung, da kommt das Telefon her. I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too... They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Dear God, that's horrific! I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Well done, my love! There's hope yet for us all. The others should be... Please, finding the cylinders is our best hope. Hear them shuffling around. I'll keep talking as long as I can. I must go. Take care. Ich habe mir ein ungutes Gefühl.
Ich denke mal, wir sollen durchs Fenster, weil das sieht so aus, also, als wenn wir da durchkommen. Aber ich habe es ja nicht geschafft, vielleicht weil ich die Figur noch nicht eingesammelt hatte, ich weiß es nicht. Hier geht's weiter. Das habe ich nicht gesehen. Wir sind bei 47 Minuten schon. Jetzt noch einen Stock? Oder sind wir jetzt schon durch nach 49 Minuten?
kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben gerade erst mal Atemanhalten kennengelernt. Da wird es garantiert noch weitergehen. Ja. So, also die Villa haben wir jetzt hinter uns oder Hotel oder was das auch ist. Keine Karte. Jetzt gucken wir mal noch schnell wegen Trophäen. Das ist ja auch für einige von euch immer ziemlich wichtig. Es hat Platin. Alle Trophäen auf Englisch, logischerweise. Ich habe jetzt eine Stunde, fast eine Stunde gespielt. Ich habe noch nicht eine Trophäe, aber es besteht nur aus Gold- und Silbertrophäen, so wie ich sehe, und ein paar versteckten. Oh Gott. Dann würde ich das angezockt hier auch erstmal beenden. Also hat Momente mit dir gehabt, da ist mir das Herz ganz schön in die Hose gesackt. Bis jetzt ist noch nicht großartig Action, aber ich denke mal eher, das Spiel spielt mit uns. Wir lernen es erstmal kennen, so ein bisschen kleiner Erschrecker ab und zu, damit wir nicht vergessen, was für eine Art von Spiel wir spielen. Aber ich denke mal, das dicke Ende kommt noch. Ich denke mal, das kommt noch. Das wird bestimmt noch mehr Action, mehr gruseliger, mehr Erschrecken und so. Alles später. Aber ich würde für das Angezockt jetzt hier erstmal Schluss machen. Auf jeden Fall, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also Grafik ist jetzt natürlich nicht so der Burner. Also sieht gut aus, aber naja. Aber wenn ihr hier guckt, hier die Blätter, seht ihr das? Ist alles nur gerade, also hier. Wie sieht es aus, die Blätter und... Wenn man hier rumgeht, seht ihr das? Aber auch damals, ich weiß nicht mehr, wie das hieß auf der PS4, mit den Hexen in der Irrenanstalt, das war auch keine Grafikbombe. Die Hexen waren auch plump, waren nur plumpe Darstellungen von irgendwelchen Hexen, die so und wenn du dir die Zeitraffer angeguckt hast, aber. Das Flair und das Feeling vom Spiel hat mir extrem zugesagt und vor allen Dingen zugesetzt. Ich denke mal, das wird hier auch noch Luft nach oben haben. So, nichtsdestotrotz, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder angezockt oder was weiß ich. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.